Hallo, lieber Schütze, schön, dass du hierher gefunden hast. Wir werden uns heute anschauen, was wird bald unerwartet auf dich zutreffen. Du hast nicht damit gerechnet, ne? Lieber Schütze, bedenke bitte, das ist hier eine kollektive Legung, ne? Nicht alles kann mit dir in Resonanz gehen, das ist ja klar. Hör dir bitte auch die anderen Energien an und dann kannst du valutieren, ne? Das ist sehr wichtig. Okay, lass uns starten im Kollektive, ne? Was wird bald auf dich zutreffen? Und du hast nicht mit dieser Situation gerechnet. Wow. Wow, du hast hier eine wunderschöne Überraschung. Du hast wirklich damit nicht gerechnet, lieber Schütze. Das sage ich dir gleich. Weil das ist so, als ob du hier dieses Licht sehen kannst, ne? Du hast wirklich lange gebraucht. Du hast wirklich dafür alles gegeben, ne? Diese Karte sagt mir hier, du hast ein langer Weg vor dir gehabt, aber du wirst ankommen oder du bist schon angekommen, je nachdem, ne? Wie deine jetzige Situation ist, weil du bekommst hier dieses Geschenk vom Universum. Das könnte ja auch gut sein, eine Hilfe. Das könnte ja auch unerwartetes Geld sein, im materiellen Aspekt. Du könntest hier tatsächlich einem Geschenk bekommen von jemandem, ne? Wie gesagt, das kommt immer darauf an, in welcher Situation du dich gerade befindest. Das könnte ja auch gut sein, du bekommst hier Urlaubsgeld. Du hast nicht damit gerechnet, ne? Ganz viele Menschen wissen ganz genau, dass sie in August, ne, normalerweise Juli, August Urlaubsgeld bekommen, aber viele Firmen haben das ja auch jetzt irgendwie weggestrichen. Ne? Das Geld ist zu knapp, diese Inflation, es kommt immer drauf an, ne, wo die Krise ist, aber du wirst hier diesen Geschenk bekommen. Ne? Entweder ist es hier auf die materielle Ebene, das ist ja klar, aber das könnte hier auch in diese spirituelle Ebene sein. Du könntest hier ein Erwachen haben, ne? Das ist ja klar. Das ist das Geschenk, das dir vom Universum gegeben wird, ne? Du könntest hier nach dem, was du alles gemacht hast, ne? Ich könnte mir hier auch vorstellen, lieber Schütze, du hast an dir gearbeitet, ne? Du hast ein sehr langer Weg gehabt vor dir. Du hast sehr viel gemacht, ne? Auch wenn das manchmal unerwartet kommt, ne? Wie man gerade von dieser Legung sagen kann, du hast nicht damit gerechnet, bekommst du jetzt diese Auszahlung, ne, an das, was du gearbeitet hast. Auch ungewollt, ne, liebe Schütze, das kann auch gut sein, du hast das ungewollt gemacht, ne, du hast ungewollt an dir gearbeitet. Das ist ohne irgendeine Absicht, ne, das gibt's ja auch. Und jetzt bekommst du diese Auszahlung, ne, wirklich. Du siehst es hier eindeutig. Du hast hier wirklich wunderschöne Karten. Also positiver geht's gar nicht. Wie gesagt, dieses Geschenk bekommen in die materielle Ebene, das ist ja klar, mit Geld, Unterstützung. Das könnte aber auch die spirituelle Ebene sein, ne? Weil wir wissen ja ganz genau, das ist so, als ob hier das Universum sagt, danke. Ich danke dir. Du hast dich gut benommen. Du hast deine Arbeit geleistet. Du hast etwas für dich gemacht und das widerspiegelt sich, ne? Und das bekommst du wieder zurück. Ich sage das immer wieder, ne? Viele Menschen schreiben mir auch. Das ist ja schön und gut. Ich finde das wirklich sehr, sehr schön und ich bin dankbar, dass ihr mir schreibt. Aber ihr müsst auch wirklich euch in diese Hintergedanken, ne? Ihr müsst wirklich denken, ne? Wieso habe ich jetzt diese Situation angezogen, ne? Weil viele beschweren sich auch, ne? Wieso ziehe ich solche Menschen an? Wieso habe ich mit jetzt dieser Person zu tun gehabt? Diese Person ist gemein. Wir müssen wissen, dass es an uns liegt. Ne? Wenn wir an uns arbeiten, wenn wir an uns etwas ändern, ändert sich auch diese materielle Ebene. Es ändert sich auf diese 3D-Ebene. Ne? Das, was du bist, spiegelst du in den anderen. Wir merken das nur nicht, ne, lieber Schütze, das ist ja klar. Wir merken das nicht. Wir brauchen immer diese Projektion an den anderen. Ne? Und wie gesagt, du wirst hier wirklich etwas Unerwartetes erleben. Stell dir mal vor, was mir gerade kommuniziert worden ist von den Geistführern. Du hast nicht damit gerechnet, jemand kommt dich besuchen. Das ist ja auch ein Geschenk, ne? Das kommt unerwartet. So, lieber Schütze, kurze Unterbrechung, meine Speicherkarte war voll. Wir machen aber weiter mit den
Orakelkarte, ne? Ah, da ist schon was runtergefallen. Oh, Chiarezza e Ricchezza. Wow. Wow. Chiarezza e Ricchezza. Das reimt sich sogar auf Italienisch. Diese zwei Karten sind runtergefallen. Das bedeutet, hier wird Klarheit gebracht in einer Situation. Ne? Das ist so, als ob du hier wieder das Licht sehen kannst. Ne? Eindeutig. Also sie sind hier in Resonanz und Ricchezza bedeutet hier Reichtum. Reichtum. Jetzt Reichtum. Also dieses Reichtum kann in dieser materiellen Ebene sein. Ne? Dieses Reichtum könnte aber auch gut sein in dir selbst. Ne? Du entdeckst in dir selbst dieses Reichtum, diese Wertschätzung, die du für dich hast. Ne? Das könnte aber auch in dieser materiellen Ebene sein. Das ist ja klar, ne? Geschenk bekommen. Und Ricchezza hier, ne? Reichtum. Das kannst du jetzt umsetzen, ne, lieber Schütze. Hier könnte wirklich auf diese materiellen Ebene etwas Großes auf dich zukommen. Das könnte aber auch gut sein, du könntest hier eine Person kennenlernen. Du hast nicht damit gerechnet. Und diese Person beschenkt dich. Diese Person lebt in einem sehr guten, wie kann man das sagen? Dieser Person geht es sehr gut, ne? Von diesem Wohlstand her. Diese Person hat sehr viel Geld, besitzt sehr viel Geld, ne? Das könnte auch gut sein, ne? Das ist ja klar. Unerwartet begegnet man so eine Person, ne? Wie gesagt, das muss jetzt nicht sein, aber diese Karte kann mir auch das geben, ne? Die Energie sagt mir auch das, ne? Wie gesagt, aber das Allerwichtigste ist, dass du hier Klarheit bringst in deinem Leben, in deiner Situation. Du hast nicht damit gerechnet. Da, wo es dunkel war, siehst du jetzt ein Licht, lieber Schütze. Und damit hast du nicht gerechnet, ne? Wie gesagt, auch in dieser materiellen Ebene, ne? Sie ist ja nicht umsonst rausgekommen, Reichtum. Das ist nämlich sehr gut, ne? Das brauchen wir alle, ne? Wie gesagt, Geld ist auch Energie. Und hört nicht auf diese Menschen, die sagen, ach Quatsch, Geld, Geld, das braucht man nicht. Das ist so, es ist so, Geld ist genauso Energie. Die musst du auch gut behandeln. Du musst gut umgehen können mit Geld. Ne? Das ist ja klar. Und das bedeutet nicht, wenn man Geld hat, dass man falsch ist, dass man hinterhältig ist, dass man jetzt geldsüchtig ist, dass man ein schlechter Mensch ist. Das ist das, was sie immer uns irgendwie rüberbringen wollen, ne? Die Medien. Aber das ist in Wirklichkeit nicht so. Es gibt reiche Menschen, die gemein sind. Es gibt auch arme Menschen, die gemein sind. Ne? Also von dem her muss man wirklich eine gute Ansicht haben. Vom Geld. Okay, machen wir weiter mit den Tarotkarten. Das wünsche ich dir von Herzen, lieber Schütze. Ne? Wenn du hier wirklich tatsächlich eine gute Situation haben könntest, ne? Du könntest dir auch, sagen wir mal, von heute auf morgen, ne? Wirklich könnte sich dein Leben verändern. Du hast nicht damit gerechnet. Irgendetwas in dieser materiellen Ebene könnte sich manifestieren. Je nachdem, ne? Was für eine Situation du hast. Okay, aha, die Kraft, die nehmen wir auch gleich. Da drehen sich die Karten von selbst um, ne? Wow, du hast wirklich einen großen Potenzial in dir. Hol diesen Potenzial heraus. Wow, Triumph, eindeutig Triumph, Triumph, ne? Also, wir können so sagen, lieber Schütze, dich wird keiner mehr aufhalten. Also du siehst es auch wieder hier, ne? Das ist jetzt kein Zufall. Wir haben hier eine Frau, die sehr elegant ist, ne? Also sehr schick. Das ist so, als ob du hier wirklich einen Triumph erleben wirst, ne? Sei es in deiner beruflichen Situation, aber sei es, dass du hier auch jemanden kennenlernen kannst, ne? Dem es sehr gut geht, ne? In diese materiellen Ebene. Das ist jetzt kein Fehler. Liebe Schütze, wenn man sich ja verliebt, ne? Dann schön komme es, ne? Bei uns sagt man Benvenga, sei es willkommen, ne? Das gehört ja auch dazu. Du suchst dir jetzt niemanden aus für das Geld, das ist ja klar, sondern das tretet in deinem Leben unerwartet, ne? Das könnte aber auch gut sein. Du hast hier deine ganze Kraft eingesetzt, du überwindest hier eine Situation und du hast hier diesen Triumph, ne? Du überwindest hier etwas, du hast deine ganze Kraft eingesetzt, das hat dich alles gekostet, ne? Lieber Schütze, das habe ich dir vom Anfang an gesagt, ne? Dieser lange Weg, das ist auch spirituell, ne? In diese spirituelle Ebene. Wir haben wirklich
auch gekämpft. Wir haben alles gemacht. Ob das jetzt ungewollt ist oder nicht, das kann ich dir jetzt nicht sagen. Das weißt du, lieber Schütze. Aber du hast hier auch wirklich sehr viel investiert. Und diese Kraft, die du hast, holst du heraus. Ne? Das könnte auch gut sein, unerwartet. Unerwartet transformiert sich hier etwas. Das könnte aber auch gut sein, unerwartet kommt jemand auf dich zu. Sagen wir mal, dieser Ritter der Stäbe. Sagen wir mal, du hast nicht damit gerechnet. Und diese Person kommt plötzlich auf dich zu. Das könnte gut sein, diese Person geht es sehr gut in dieser materiellen Ebene. Ne? Wir beschreiben hier eine Person. Und diese Person bringt Klarheit in deinem Leben. Ne? Diese Person kommt auf dich zu und möchte hier mit dir etwas besprechen. Das könnte ja auch gut sein. Und du hast nicht damit gerechnet. Ne? Die andere Variante ist, dass du hier auch jemand begegnen könntest. Ne? Zum Beispiel diesen Ritter der Stäbe. Wie gesagt, das kommt immer drauf an, ne, wer sich diese Legung anschaut. Und die dritte Variante ist wirklich die Variante, die auch sehr wichtig ist. Ne? Die darf man nicht unterschätzen, lieber Schütze. Dass du hier unerwartet Klarheit in deinem Leben bringst. Ne? Das ist deine, wie sagt man, das ist deine Anerkennung, die du bringst. Ne? Ob das jetzt beruflich ist, oder ob das jetzt auch in diese spirituelle Ebene ist, was ich ja gerade vorhin gesagt habe. Ne? Das eigene Wertschätzung, das eigene Kraft, das eigene Essenz, alles, was von dir kommt, zu erkennen. Ne? Du hast wirklich das nicht einfach gehabt, aber jetzt weißt du, ne, was dieser Reichtum in dir ist. Ne? Das ist das Reichtum in dir. Das könnte auch gut sein, dass es hier eine Person sein könnte, ne? Die sehr, sehr von dem Ego auch geleitet ist. Ne? Das wird mir hier gerade kommuniziert mit diesen Stärkekarte. Ne? Also du weißt ganz genau, die Stärke ist auch manchmal das Ego. Ne? Hier braucht eine Person auch, wie kann man das sagen, das ist nicht einfach. Ne? Das ist nicht einfach, diese Person könnte sich hier das gar nicht trauen. Diese Person muss diesen Ego überwinden und wird sozusagen auf dich zutreffen. Wird die Situation irgendwie auch mit dir klären wollen. Ne? Der Ritter der Stäbe ist eigentlich eine Person, die gerne, gerne immer die Situation verlässt. So schnell wie möglich. Ne? Also er ist nicht ein Mensch, der stoppt. Aber du siehst es hier. Das ist eine ganz andere Energie. Eine ganz andere Energie. Ne? Von dem her kann das gut sein, dass du jetzt hier etwas ganz anderes von dieser Person erleben wirst. Du wirst diese Person vielleicht so erleben, wie du sie noch nie erlebt hast. Ne? Wie gesagt, Menschen können sich ändern und das ist schön. Ne? Das ist auch schön, dass es Menschen gibt, die diesen Verständnis haben, das merken. Ne? Und das könnte auch gut sein, dass diese Person einfach Klarheit bringt. Ne? Einfach etwas mit dir besprechen möchte. Da, wo keine Sicherheit mehr war, Klarheit zwischen euch zwei, jetzt wird hier eine Klarheit gebracht. Ne? Je nachdem, ne, lieber Schütze, wie du das brauchst, weil hier haben wir wirklich wunderschöne Karte. Wie gesagt, hier ist zu sehr dieser materielle Aspekt drin auch. Ne? Ich weiß nicht, hast du mit Menschen zu tun, die wirklich auch in diesem sehr guten Wohlstand sich befinden? Ne? Materiell, das könnte auch gut sein. Du wirst hier jemand begegnen, der dich irgendwie auch sehr reichlich beschenkt. Ne? In diesem materielle Aspekt, ne? Eine tolle Geste bringt. Ne? Das könnte ja auch gut sein, liebe Schütze. Lass dich überraschen, ob das kommt, ne? Liebe Schütze, du kannst mir auch gerne schreiben, ne? Du kannst mir auch gerne in einem Monat schreiben. Du weißt, du Katja, das hat sich verwirklicht. Nein, das ist nicht passiert, aber auch wenn es nur ein Wort ist, ne? Wie gesagt, ich glaube nicht an Zufälle, lieber Schütze. Wenn die Energie das mir hier sozusagen gegeben hat, leite ich das weiter, ne? Ich glaube nicht an Zufälle. Okay. Lieber Schütze, das war deine Legung. Du kannst mir gerne schreiben, wie gesagt, und mir gerne ein Feedback geben, ne, ob irgendetwas dann in Resonanz gegangen ist mit dir. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Lieber Schütze, pass auf dich auf. Mach's gut. Tschüss.